Dankeschön. Dank habt ihr sicher gesehen, unsere Kirche, gell? Der Mühlviertler Dom. Es kommen da sehr viele, kommen da ins Beichten her zu uns. Kürzlich zwar kommen, geht der erste ein in Beichte, sagt der Herr Pfarrer, ich möchte bitte meine Beichte ablegen, aber beim sechsten Gebot hat es mir ein bisschen, sagt der Pfarrer, macht überhaupt nichts. Da helfen ein bisschen zusammen mir zwei, dann wird es schon gehen, nicht? Dann sagt der Pfarrer, war es vielleicht die Katharina von Huberbauern? Nein, hat er gesagt, das hat es nicht geheißen. Dann sagt er, war es vielleicht die Susi vom Scheibelbauern? Nein, hat er gesagt, das hat es auch nicht geheißen. Sagt er, war es vielleicht die Maria von Wirtumen? Nein, hat er gesagt, das hat es auch nicht geheißen. Dann sagt der Pfarrer, dann kann ich dir keine Absolution erteilen, geh hin. Der geht aus vom Beichtstuhl, sein Freund wart draußen. Dann sagt er, wie war's? Sagt er, Traumhof, drei neue Adressen haben wir wieder. Was ist mir passiert jetzt gestern? Was ist denn dir passiert? Bin in Linz auf der Landstraße spazieren gegangen. Ja. Und wenn ich so dahin gehe, kommt der Klosterschwester mit einem Kindswagen daher. Hab ich gesagt, oh, ein kleines Klostergeheimnis. Nein, hat sie gesagt, der Kardinalfüller. Du, da hat man schöne Sachen genommen von der Damenseite. Haben sie von mir geredet? Nein, da, zwei ältere Frauen haben zusammengekommen. Ja. Zwei Pensionistinnen. Hat die erste gesagt, du weißt, der hat gesagt, mich beißt den ganzen Tag die linke Hand schon mal so. Ich meine, wir kriegen Rentenerhöhung. Hat die zweite gesagt, mich beißt die ganze Woche der Arsch schon, weil sie meine Scheiße dann so. Du, Herbert, übrigens, ich habe was gehört, wie am Klubung draußen war. Du hast auch was gehört? Ich habe auch was gehört, ja. Ja, hat die eine gesagt zu der anderen, du hast gesagt, weißt du, das Neicheste schon, mein Bu ist Arzt. Hö, hat die andere gesagt, seit wann denn? Ja, drei Wochen ist er schon Arzt jetzt. Hat die andere gesagt, weißt du, das Neicheste schon? Mein Bu ist bei der Polizei. Hö, hat die andere gesagt, seit wann denn? Noch gestern haben sie ihn geholt. Dazu einen Trinkspruch. Saufen ist ein schönes Spiel, macht keinen Lärm und staubt nicht viel. Wann hätte ich nur für die Luis? Ehrlich? Jetzt sind da schon alle vier im Essen. Bist du nach dem Speiben blind, war zu stark der Gegenwind. Er hätte mich erst schon gedrückt. Die tun für Kinder, weil Kinder sind ja auch mit. Heute für Kinder hätte ich einen. Lass der Herbert deinen krachen, fangen die Kinder an zu lachen. So kann man auch mit kleinen Sachen Kindern eine Freude machen. Und das hätte ich auch noch für Kinder. Ja. Gestern habe ich das Christkind gesehen. Es kam aus der Kneipe und konnte kaum stehen. Heute habe ich es wieder getroffen. Stellt euch vor, es hat schon wieder gesoffen.